So, wir brauchen eine Karte für den Sechsten. Dankeschön. Was haben wir da? Die Vier der Kelche. Einige von uns fühlen sich da schon etwas gelangweilt. Das ist im Prinzip ein bisschen so wie die Energie von gestern. Wir haben hier das Gefühl, boah, der alte Job, der ist nichts mehr für mich, den mache ich schon zu lang. Da bin ich schon längst drüber hinausgewachsen, über diese alten Umstände da. Ich muss jetzt da raus. Ja? Also das ist so das Gefühl, dass an irgendetwas schon ein bisschen anstinkt, weil es einfach schon zu lange da ist und abgestanden ist und nicht mehr ins eigene Leben passt. Und das muss man dann auch loslassen, ja, weil das Leben zeigt ja hier ganz deutlich, die vier Kelche, das ist, also die drei sind die, die man bereits hatte, die einem schon ein bisschen fad geworden sind, ja, wo man schon ein bisschen, ja, gelangweilt ist damit. Und das hier, das ist der, der frisch reinkommt, der hat Farbe, kommt da raus, ja, während hier überhaupt nichts mehr rauskommt. Und da unten ist die Hand, die ihn in dein Leben sozusagen hineingibt. Das heißt, das ist die göttliche Hand oder das Universum, die sagt, hier bitte, da ist ein frischer Kelch, bunte Farbe kommt da raus, da kannst du viel lernen, da kannst du dich weiterentwickeln, super Sache. Aber du bist noch ein bisschen fixiert auf das Alte da. Das heißt, entweder es fällt dir schwer, dich vom Alten zu lösen, um das Neue annehmen zu können, oder aber du siehst das Neue noch nicht, was da in dein Leben kommen will. Es ist dir einfach noch nicht geläufig oder du denkst dir, ach, das ist eh nichts. Und dabei ist es aber eigentlich das, wo sehr viel Wachstum drinnen wäre für dich. Ja? Wir schauen jetzt noch, was die Würfel sagen. Würfel sagt Glückszahl 9 und... interessanterweise wieder der Zwilling als das Glückskind. Ich wünsche euch ein schönes Tagerl. Baba!